Und es ist für mich ein Fisch meines Lebens. Ich angle jetzt schon über 20 Jahre auf Karpfen. Dieses Freiheitsgefühl und dieses Gefühl von alleine sein. Hier ist halt niemand. Wir sind hier für uns, wir angeln hier für uns oder ich angel für mich. Hier guckt dir keiner zu, du machst dein Ding, du hast deine Ruhe, du guckst auf Wasser und es gibt mir einfach so viel. Wir sind ja gestern relativ entspannt hier angereist, musste der Kind noch zur Kita bringen und so, waren relativ spät eigentlich hier. Wir sind hier an einem See, der mehrere hundert Hektar hat, also eine richtig gute Wassergröße. Ging doch schneller als ich dachte, ey. Sehr, sehr geil. Gibt mir viel, viel Hoffnung für die Nacht, für die nächsten Tage. Da geht noch sicher was, ey. Richtig geil. Ja, das Spannende an so einem Gewässer ist, du hast in vielen Gewässern, weißt du nicht, was drin ist, aber in kleinen Seen bist du irgendwann relativ schnell durch, wenn man konstant dran angelt. Kriegt man relativ gut hin. Aber an so einem großen Gewässern, sagen wir mal jetzt, der See hier ist, ja, ist groß, aber noch nicht, ne, da geht noch mehr. Und an so einem Gewässern erfolgreich zu sein, ist erstmal für mich sehr entscheidend und schätzt man die Fische auch anders. Aber du weißt halt nie, was ist da drin, wurden die Fische schon mal gefangen. Das sind Nomaden, die schwimmen, die können durch Wasserkomplexe schwimmen. Die können überall sein, da weiß man nie, was kommt. Und das ist, glaube ich, so dieses Spannende. Du weißt nicht, auf was du dich einlässt. Jawohl, Hauptsache Fisch, ey. Hauptsache kommt noch mal was. Aber ich bin da richtig positiv. Konstantes Wetter, Welle, Fische sind da. Also wir haben vor einigen Jahren mal einen See erkundet, der für uns neu war, den wir einfach mal lokalisiert haben. Einfach nur hingefahren, haben uns das Ding mal angeguckt, haben wir gesagt, geil, hier sieht es so aus, als wenn hier niemand ist. Hier sieht es wirklich, Stellen gab es nicht, das gab es nicht, war interessant. Location gemacht. Dann sind wir hingefahren, haben geangelt, haben schön aufs Brett geschissen, um es mal so zu sagen. War eine riesen Wasserfläche, mehrere tausend Hektar. Und dann kommt ja natürlich dieser Ansporn. Hier, wir blinken, hier sind, dann haben wir in der Session, wo wir geblinkt haben, aber Fische gefunden, gesehen. Das war dann kurz vor der Laich. Wir haben keine gefangen, aber wir haben Fische gesehen. Alter Schwede, da waren richtige Brecher bei und das hat uns noch mehr. Wir müssen hier dranbleiben. Dann sind wir wieder mal hingefahren. Das war auch im Frühjahr. Haben wir beide in der ersten Nacht jeder einen richtig guten Fisch gefangen. Kai weiß ich noch genau, damals einen mit über 20 und ich einen mit 17 Kilo. Dann war es auch wieder vorbei. Und dann ist Kai alleine öfter mal hingefahren, hat auch richtig viel Lehrgeld bezahlt und dann immer wieder mal da gewesen. Und dann war dieses Jahr im Mai halt eine Session, die hatten wir lange geplant. Wir hatten einen Bereich klar im Kopf, Flachwasserbereich, weil da sind die Fische und angeln drei Tage vom Boot. Also wir haben uns dann Bereiche gesucht, wo wir aussteigen können. Also teilweise konnten wir uns am Land, je nachdem wie der Wasserstand auch ist, manchmal ist der Wasserstand hoch, manchmal tief, das schwankt ja. Also wir konnten zum Glück tagsüber mit dem Stuhl so ein bisschen im Wasser sitzen und uns frei bewegen. Dann hält man es auch richtig gut aus. Auch vom Boot aus zu angeln. Ne? Das geht dann auf so ein Schlauchboot schon. Ne? Dann kann man mal kochen, mal was trinken und mal sich ein bisschen bewegen. Ja, und danach haben wir uns Bereiche gesucht, dass wir halt mal aussteigen können. Und da haben wir halt dann drei Tage gesessen und geangelt. Ja, dieses Jahr Mai 2022 waren wir seit langem mal wieder Kai und ich gemeinsam los. Wie gesagt, wir hatten die Session lange geplant, sind dann losgezogen. Und wir wussten einfach, unser Bauchgefühl hat uns gesagt, in diesem See ist was Besonderes möglich. Wir angeln schon ein paar Mal da dran, wir haben viele große Fische schon live gesehen. Während der Laichzeit, wo wir sie nicht beangelt haben, aber wir haben sie gesehen und wir wussten, hier ist was möglich. Und für mich sind Fische
ich sag mal, über 25 Kilo jetzt mal als Beispiel oder 20 Kilo Fisch in solchen Gewässern ist schon, über 20 Kilo ist schon immer das Nonplusultra. Und wir hatten halt 3 Tage Zeit und wir wussten, es geht was. Das Wetter war perfekt, wir waren motiviert ohne Ende, wir waren fleißig und wir hatten einfach eine geile Zeit. Ja, und dann ist einfach, ist die Session so eskaliert, ist sowas Geiles passiert, was ich mein Leben nicht vergessen werde. Und was auch eine Weile gedauert hat, um für mich erstmal zu begreifen, was da überhaupt passiert ist in so einer riesigen Wasserfläche. Ne? Ich glaube, an dem Tag an, wenn ich jetzt mein Jahr, wir sind jetzt im September aktuell, und wenn ich mein Jahr seit diesem Tag sehe, verrückt. Es lief alles wie von alleine. Egal, wo ich hingefahren bin, egal, wo ich geangelt habe, es fielen nur dicke Fische. Klar, auch kleine, aber mit immer da ein Schuppi über 40. 2 40er innerhalb von einer Stunde wieder an dem See, da wieder ein 40er, viele große, viele Runs. Ich habe gesagt, was ist denn hier los? Ich sage, so ein Jahr habe ich noch nie erlebt, wo es so. Also, ich bin noch nie ans Wasser gefahren mit Druck, habe mir nie gesagt, ich muss unbedingt im Jahr einen dicken Fisch fahren. Ich habe mich nie unter Druck gesetzt. Aber der Fisch hat irgendwas ausgelöst, dass es ja so brutal läuft. Alle sagen zu mir im Freundeskreis, alter Matze, was ist denn bei dir los? Ich kann es nicht erklären, ich habe kein Patent dafür. Ich habe einfach so befreit geangelt, so frei im Kopf geangelt, so fröhlich, so ohne irgendwelche. Einfach nur geangelt. Und ich glaube, dass das manchmal auch schon eine Menge auslöst. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich habe 2 Tage nicht gepennt. Man sieht es gerade hier, heute früh absolutes Chaos. Zum Glück hatte ich noch einen 2. Cacher bei. Also, dass ich an einem großen Natursee so eine Eskalation erlebe mit Lauf auf Lauf und nicht mehr hinterherkommen, ist für mich auch neu. Absolut neu. Und mir fehlen einfach die Worte. 16 Läufe, kein verloren, alle gefangen. Das war Arbeiten. Das war wirklich Arbeiten. Alter! Und vor allen Dingen, was für tolle Fische dabei sind. Unfassbar geil. Werde ich nie vergessen. Das ist wieder so eine Session, die wird einfach in seiner Erlebniswelt eintauchen. Und das ist mega. Einfach mega. Ey. Wir hatten 3 Nächte Zeit. Ich glaube, es war Vollmond, Vollmondphase. Wir hatten auftreibenden Wind, leichten Wind und der erste Fisch kam halt nachts. War so ein 16-Kilo-Fisch, genau im Vollmond. Es war richtig geile Atmosphäre. Es war eine super Atmosphäre und wo der erste Fisch kam, wussten wir erstmal, wir sitzen richtig und hier wird noch was gehen. Es war so der Anfang. Er hatte Kai ein und es hat sich gut abgewechselt. Es war eine Session, die richtig, richtig gut war. Ja, und dann ging die Sonne leicht auf. Ich hatte diesen einen Fisch, dann kam gar nichts mehr. Am nächsten Früh habe ich überlegt, warum geht nichts? Wir hatten viele Schnurschwimmer, waren uns eigentlich sicher, dass es Karpfen waren. Dann hatte ich meine Route in dem Bereich ja über Nacht liegen, wo kein Biss war, aber für mich waren da Fraßspuren. Das waren frische Fraßspuren und ich habe mir gedacht, gibt's doch gar nicht. Ich habe die Route da weggenommen und hab die woanders platziert. Und dann abends beim Armutessen sage ich zu Kai, Digga, die Route, die ich umgelegt habe, muss wieder dahin, wo sie vorher. Der hat zwar keinen Fisch gebracht, habe ich zu ihm noch gesagt, wir sehen noch ganz genau, die hat zwar keinen Fisch gebracht, aber ich muss die wieder hinfahren. Das war wie so eine Spitze, so ein leichter Ausläufer, da waren viele, viele Fraßspuren. Die müssen wiederkommen, die haben mich gefressen. Ich bring die Route jetzt da wieder hin. Und Gott sei Dank habe ich es gemacht. Weil was dann passiert ist, ja, das war der Hammer. Dann war es früh, die Sonne ging leicht auf, die Nacht lief nicht wirklich so viel, war schon irgendwie komisch, so unruhig, man war so leicht wach und dann kommt ein Dauerton. Ja. Dann bin ich raus, hab gedacht, geil, jetzt endlich Fisch. Und dann habe ich schon gemerkt, es war flaches Wasser, also der Fisch konnte natürlich nicht tief gehen, aber ich habe schon gemerkt, der hat ordentlich Dampf gemacht. Und es wurde ja leicht hell, es war flach, es war klares Wasser und dann habe ich erst mal diesen Fisch gesehen und dachte schon, alter Schwede. Also da wusste ich, das könnte mein Lebensfisch sein, sage ich mal so. Die konnten dann relativ schnell eigentlich auch cachern. Der lag dann wie so eine Flunder oben. Und dann habe ich schon so gedacht, Alter, was ist denn das?
Ne? So ein Fisch, ey. Dann habe ich ihn gekeschert, wollten ihn ins Boot heben. Ich habe es noch gar nicht so realisiert. Als er am Kescher war, dachte ich, ja, ist ein Riese, aber auch über den ganzen See geschrien vor Freude. Kai wusste dann schon in dem Moment, ey, jetzt hat er wahrscheinlich einen dicken. Aber wie schwer er dann war, war mir in dem Moment nicht klar. Es war wie ein Tunnel. Ich wusste, der ist groß. Hab innerlich gehofft, oh, hoffentlich ist es ein 25-Kilo-Fisch. Beim Rüberheben dachte ich schon, Alter, was ist denn das? Ja, rein ins Boot, zurückgefahren, völlig fertig schon. Nur, ja, Alter, Kai, beim Zurückfahren schon immer, ne? Und ja, dann haben wir den Fisch gewogen. Dann hat er über 28 Kilo gehabt. Und es ist für mich ein Fisch meines Lebens. Ich angle jetzt schon über 20 Jahre auf Karpfen. Dann kam da so ein Trümmer hoch. Ich weiß noch, hinter uns, der ganze Himmel war rot, die Sonne ging leicht auf, die Stimmung war mega. Ein See mit mehreren tausend Hektar, wo wir noch nie einen Angler gesehen haben. Jedes Mal, wenn wir da waren, war da nie ein Angler. Du warst gefühlt immer alleine dort. Es gibt keine Angelstellen. Dann hast du so viel auf die Fresse schon dort gekriegt, mit Blanks. Und dann gab es mal wieder einen Fisch oder so. Und dann kam dieser Trümmer da hoch. Unvergesslich. Ein übelst langes Vieh. Und dann, ich kann es immer noch nie so richtig begreifen. Also für mich der Fisch des Lebens, weil es halt aus so einer Wasserfläche ist. Hätte damit nie gerechnet, dass es so eine Fische da gibt. Davon sind wir ausgegangen. Deshalb fahren wir auch viel an solchen Gewässern, weil wir der Meinung sind, die sind zu fangen. Aber halt extrem schwer durch diese Wasserfläche. Und dann so ein Fisch, hat eine Weile gedauert. Ich habe es dann, wo wir den gewogen haben, immer noch nicht realisiert, dass es halt mein PB war. Mit dem Gewicht und Wahnsinn. Lebensfisch. Für mich ganz klar Lebensfisch. Der Stellenwert ist einfach nicht zu erklären. Das rein. 1, 2, 3 läuft. Oh, Leute. Mein PB. Eine Riesenwasserfläche und so ein Fisch. 28,2 Kilo Maipower. Ich bin fix und fertig. Fix und fertig, was hier gerade passiert. Der Fisch des Lebens aus so einem Gewässer, der Stellenwert nicht zu erklären. Mir fehlen einfach die Worte. Mir fehlen die Worte. Guckt euch diesen Trümmer an, Alter. Dafür geht man doch angeln, um mal so ein Erlebnis zu haben. Also, nee, ich habe einfach nicht mehr zu sagen. Den lassen wir jetzt zurück. Das ist das Wichtigste und Game over. Game over. Endstufe für mich. Absoluter Lebensfisch. Und das in Deutschland. An einem Riesensee. Der Fisch wurde wahrscheinlich noch nie gefangen, Alter. Geil. Absolut geil. Oh. Was ein Koffer, Junge. Richtig heftig. Glückwunsch. Mega, Alter. Mega krass. Echt verdiente. Echt Wahnsinn. Ja, das war ein Erlebnis, ey. Wir haben uns so gefreut. Das war so mal der Lohn der ganzen Jahre. Und ich bin mir auch sicher, dass Kai irgendwann noch so einen Fisch definitiv auch fangen wird. Bin ich von überzeugt, weil es jemand ist, der sehr diszipliniert ist, der so viel an solchen Seen angelt. Der wird auch noch so einen Fisch fangen. Für uns ist es eh Teamarbeit gewesen. Wir haben uns zusammen gefreut. Und ja, Lebensfisch und fehlen mir die Worte, ich weiß gar nicht, was ich da noch so groß sagen soll. War im Endeffekt mein Bauchgefühl, hätte ich die Route noch nicht abgelegt, bin ich mir sicher, hätte ich nicht gefangen. Gut, dass ich es noch gemacht habe und ja, mega Fisch, ey. Also, ja, was hat der Fisch ausgelöst? Kurios oder verrückt ist ja eigentlich. Erstmal hat es mir so viel bedeutet, dass ich wochenlang im Kreis gegrinst habe. Wir reden über mehrere tausend Hektar und für mich ist so ein Fisch, ich habe, wie gesagt, so lange auf Karpfen, mein PB war vorher ein 25-Kilo-Fisch. Ja, einige 40er hat man auch schon gefangen, aber das sind nochmal Dimensionen, die einfach für mich nie greifbar waren. Ich war noch nirgendwo bei, wo ich mal so einen Fisch gesehen habe oder live gefangen habe. Ich habe es immer in Videos gesehen oder konnte mir halt immer nie reinversetzen, wie sieht so ein Fisch aus. Ach, wir müssen bald einpacken. Hier ist nochmal ein schöner Spiegler. Milchner schießen langsam Milch. Wird auch hier bald losgehen. Ach, eine Mega-Session, unvergessene Session. Ich hoffe noch nicht der Abschlussfisch. Vielleicht kriegen wir noch einen. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Aber ey, mega, mega geil. Ich habe es erstmal sacken lassen, habe es erstmal gar nicht gezeigt. Dann habe ich es natürlich meinen engeren Freunden geschickt und ich habe es mir etliche Male angeguckt. Ich kann es nicht was. Ich habe es mir sofort auf Leinwand ziehen lassen, den Fisch. Wenn ich zu Hause reinkomme, hängt er sofort da, weil es, wie gesagt, ist für mich der Lebensfisch und die Story dahinter ist halt schon besonders. Etliche Male. So wie jetzt bei der Session, die wir jetzt haben. Den Fisch
Ich feiere diesen Fisch, weil der einfach so geil war, in der ersten Nacht an einem für mich unbekannten See so ein Brett gleich wieder zu fangen. Ich bin da so emotionaler Mensch. Ich freue mich einfach dermaßen über solche Fische, weil die einfach nicht selbstverständlich sind. Für mich jedenfalls nicht. Und ja, aber ich glaube, das macht das Angeln besonders. Und wenn man sich dieses Feuer behält und sich so über Fische freuen kann, und ich freue mich so auch, wenn ich einen 15 Kilo Fisch fange, ich glaube, dann wird man lange, lange Spaß am Hobby haben. Bin mobiler geworden und stecke vielleicht doch noch mehr Zeit in Location. Also fahre vielleicht mal erst an den See, gucke mir den See an oder verbringe mal eine Nacht dort oder gehe halt anders vor. Wo ich jünger war, klar, naiver, faul vielleicht auch, ich sag mal faul, dann sitzt es aus und denkst dir, irgendwann kommen die Fische hier lang. Ja, das ist aber der falsche Weg. Ich glaube, mobil bleiben, auch an großen Gewässern, ist wichtig. Gerade wenn man mit Boot sind, du hast ja alle Möglichkeiten, alles raufschmeißen, weiterfahren, suchen. Geht ein, zwei Nächte nichts in dem Bereich, wo man ist, dann muss man weiterziehen. Und das war vielleicht früher auch so Sachen, die ich falsch gemacht habe oder zu wenig Location gemacht habe. Aber ja, wenn ich die letzten zwei Jahre mal Revue passieren lasse, so, ja, die waren auch schon sehr erfolgreich. Und ich glaube, es liegt auch daran, weil ich halt ein bisschen fleißiger geworden bin, sagen wir es mal so. Dann habe ich Vertrauen in, wie soll ich sagen, ich habe viele Jahre auch experimentiert so mit Rigs und all so Sachen, mache ich nicht mehr. Ich habe für mich zwei Standard-Rigs. Und seitdem ich diese Rigs angel, das eine ist ein Blowback-Rig, und seitdem ich mit einem Blowback-Rig angel, habe ich das Gefühl, ich habe kaum noch Aussteiger, die Fische sitzen gut, ich experimentiere nicht mehr, ich habe einfach viel, viel mehr Vertrauen in mein eigenes Angeln und ich glaube, das ist der Schlüssel. Wir werden an den See zurückgehen, definitiv. Wir werden da weiterhin versuchen, Gas zu geben. Am liebsten natürlich zu zweit. Ne? Ich mag Angeln zu zweit, gerade an solchen großen Seen macht es halt auch zu zweit Spaß. Aber wir werden immer mal wieder dahin fahren, weil ich glaube am Ende auch, das war noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ich glaube es nicht, dass das jetzt der Endfisch war. Es war einer der Endfische schon, aber ich glaube, da schwimmt noch mehr drin rum. Und was jetzt so, wenn ich drüber so erzähle noch, so für mich ist gerade, ich glaube, dass das ein Fisch ist, der noch nie einen Haken gesehen hat. Weil ich denke mir mal so, wir waren ja nun schon ein paar Mal da, Kai war schon ein paar Mal da. Und wenn man nie jemanden sieht, ist es schon immer ein gutes Zeichen. Und dass der Angeldruck natürlich immens gering ist. Und wir reden über mehrere tausend Hektar. Selbst wenn da 10, 20 Angler wären, reden wir immer noch nicht über Angeldruck. Aber ich glaube, es ist ein Fisch gewesen, der hat noch nie einen Haken gesehen. Der wusste gar nicht, was ihm überhaupt passiert. Und das ist doch krass. Ey, in manchen Szenepools und Co., da angeln Leute auf Namen der Fische oder wo der Fisch vielleicht schon 30, 40 Mal am Haken war. Und an so einem Seen weißt du nie, hat der überhaupt schon mal einen Haken gesehen? Weißt du überhaupt, was ein Boilie ist oder? Abgefahren. Und genau das gibt mir die Energie, an solchen Gewässern zu angeln und Spaß zu haben. Ne? Das ist richtig geiles Angeln, ey. Perfekt.